Für mich ist es der richtige Zeitpunkt, weil ich vor gut 6 Monaten aufgehört habe, aktiv Fußball zu spielen. Ich stehe vor einer neuen Lebensphase und möchte einfach die Zeit nutzen, auch über meine Erfahrungen zu sprechen als homosexueller Fußballprofi. Es war für mich ein langwieriger Prozess, das herauszufinden. Zu Beginn meiner Laufbahn war ich mit einer Frau in einer Beziehung, ganze 8 Jahre. Und erst danach, als ich allein gelebt habe, dämmerte mir, ich habe Gefühle für Männer. Ich möchte auch mit einem Mann zusammenleben. Aber das hat eben sehr lange gedauert. Und deswegen war das für mich nie ein Thema, mich in der aktiven Zeit als Fußballprofi dazu zu bekennen oder überhaupt darüber Auskunft zu geben. Natürlich hätte ich das tun können, aber bei mir hat die Bewusstwerdung eben länger gedauert. Ich denke aber, dass junge Spieler heute, die sich viel früher vielleicht im Klaren sind über ihre Neigungen, die es eben tun können, sie können darüber sprechen, sie können offen damit umgehen, weil sie auch sehen, an meinem Beispiel, an wenigen anderen, dass man sowohl homosexuell sein kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein erfolgreicher Profifußballer. Und das soll auch jungen Spielern Mut machen. Ob sie es glauben oder nicht, aber ich kenne keine einzigen persönlich. Und sie dürfen auch nicht glauben, dass wir ständig über unser Privatleben gesprochen hätten in der Kabine. Es ging hauptsächlich darum, dass wir uns treffen, um zu trainieren, um besser zu werden, um uns vorzubereiten auf das nächste Spiel und eben nicht ständig, um über unser Privatleben zu sprechen. Diese Frage kann ich nicht eindeutig beantworten. Ich kann nur sagen, dass es homophobe Äußerungen gab. Es wurden Witze über Schwule gemacht, in meiner Gegenwart auch. Aber ich konnte auch mitlachen, wenn der Witz gut war. Es ist im Gegensatz zum Rassismus schwieriger zu beurteilen. Beim Rassismus weiß man ganz klar, gegen wen der Hass sich richtet. Im Fußball gibt es keine bekannten Homosexuellen. Und daher ist es schwer zu sagen, ob es wirklich schwulenfeindlich ist. Man muss abwarten auf die ersten Fußballer, die sich bekennen zu ihrer Homosexualität. Ich habe es ab und zu erlebt, wenn es darum ging, einen schwachen Pass zu umschreiben. Und da sagte man ganz gerne mal ein schwuler Pass. Eben, man denkt, schwul sei weich, schwach. Und das traf auf mich nicht zu, weil ich war bekannt für einen harten Schuss, für ein gutes Passspiel. Und deswegen ist es ein ganz klarer Widerspruch, über den ich aber im Nachhinein eigentlich immer schmunzeln konnte. In den Kabinen gibt es keine Unterschiede, weder in Deutschland noch in England wird viel darüber gesprochen. Aber meine Feststellung war, dass in England weniger darüber geschrieben wird oder auch weniger danach gesucht wird, ob es homosexuelle Fußballer gibt und wer die seien. In Deutschland hingegen hat das Thema die Öffentlichkeit nie wirklich verlassen. Seit vielen Jahren wird darüber geschrieben, es wird spekuliert und das bis zum heutigen Tage. Bei der deutschen Nationalmannschaft war das überhaupt kein Thema. Wir hatten auch nur wenige Tage Zeit, um uns auf das bevorstehende Länderspiel vorzubereiten. Und deswegen wurde nicht über Privates gesprochen oder nur ganz bedingt, sondern vielmehr über das Spiel, über das, wie wir gewinnen können. Alles andere war außen vor. Darüber könnte ich jetzt spekulieren, aber daran habe ich kein Interesse. Es ist auch für meine Familie und für mein Umfeld unwichtig, dass ich über meine Homosexualität spreche. Wichtig ist es nur für die Leute, die homophob sind, andere ausgrenzen aufgrund ihrer Sexualität, und die sollen wissen, sie haben jetzt einen Gegner mehr.